Herzlich willkommen zum Vortrag vom Lyra. Nee, vom Lyra. Entschuldigung. Es ist einfach. Über was erzählst du uns heute eigentlich? Lass dich überraschen. Ich habe gehört, es gibt Mannerschnitten. Den Lyra sollte man eigentlich kennen. Ich denke, den Wiener Waffelkeks-Opa kennt man. Und damit wünsche ich euch viel Spaß. Ja, einen wunderschönen warmen, was ist heute, Samstag? Ja, ne? Samstagnachmittag. Der Talk heißt, Kinder, es tut mir unendlich leid, ich erkläre gleich, worum es geht. Du brauchst dich gar nicht hinsetzen, denk nicht dran, dass du da sitzen kannst, liebe Heraldin. Wir befinden uns auf der GP21, bravo, ich habe wieder die falsche Folie kopiert, sensationell. Ja, so funktioniert das. Ich bin da Lyra, ich bin auf Chaos Social erreichbar, die Slides findet ihr nachher auf meiner Homepage. Ich habe ein Problem, ich halte zu viele Talks. Wer schon mal in einem Talk war, wir haben das ja vorhin schon abgecheckt, ein Großteil von euch war schon mal in einem meiner Talks. Es gibt Mannerschnitten. Die einen nennen es Bestechung, ich nenne es Motivation. Ich lebe davon der Interaktion. Ich habe gerne ein bisschen ein Back and Forth. Ich mag Zwischenfragen. Solange es nicht überhand nimmt, irgendwann würge ich es dann ab, weil irgendwann möchte ich fertig werden auch und was trinken gehen. Aber prinzipiell, wer eine Frage stellt, bekommt entweder wahlweise eine Mannerschnitte, die vegan ist, aber Haselnüsse enthält. Wahlweise auch gerne, es ist nach 16 Uhr, ein Schluck Mannerlikör, Haselnusslikör. Wenn, wenn die Person ihre GPN-Tasse mit hat, die wunderbare Ramonster ist dann unterwegs und füllt euch auf. Nicht ab. Nicht, die Tasse nicht voll machen. So schlecht ist der Talk nicht. Versprech's. Kurz ein ernstes Wort auch noch, bevor es dann mit dem Blödelei weitergeht. Widmen möchte ich dem Talk dem Felix. Felix ist leider nicht mehr unter uns. Er hat 2018 4 Talks gehalten, so wie ich letztes Jahr auf der GPN. Im Gegensatz zu mir hat sich der Felix damals aber nicht darüber beschwert, sondern die einfach abgeliefert. Ich habe die ganze Zeit nur herumgesudert. Er wäre jetzt wahrscheinlich hier der Herold, leider nicht mehr möglich. Ist leider so, aber wollte ich kurz erwähnt haben, war ein ganz wunderbarer Mensch. Was ich auch erwähnen wollte, auf einer etwas erfreulicheren Note, die Lea hat auch auf der GPN, ich glaube am Tag 1 den tollen Talk gehalten, nach 2038 kommt 1901 und weitere Software-Kuriositäten. Wie ich den gesehen habe, habe ich gedacht, verdammt, jetzt muss ich meinen Talk doch umbauen, weil ich habe ihn natürlich schon fertig gehabt. 30-Minuten-Talk, ganz, ganz toll. Ähnliches Thema wie das, das ich jetzt hier behandeln werde, aber doch auch wieder anders. Unbedingt nachschauen im Stream. Das Recording ist dank des wunderbaren Vox bereits online. Kinder, es tut mir so leid. Der Titel hat eine Geschichte. Ich habe einen Sohn. Der Sohn ist 25. Und eigentlich, was soll ich sagen? Ja, wir kommunizieren. Ne? Ich schicke ihm dann auch mal Links, so, was ich so tue. Und er schreibt, cool. Talk war sehr cool, gute Memes am Anfang. Wirkte fast so, als ob du nicht über 40 bist. Ich nehm jedes Kompliment mit. Es war so, ich hatte eigentlich große Hoffnungen für meinen Sohn. Er hat technische Chemie studiert, hat auch alles ganz wunderbar funktioniert. Mal ein Semester da verloren oder so, aber das gehört dazu, alles fein. Und während der Pandemie hat es aber dann mit dem Studium nicht so funktioniert. Einfach das ganze Prozedere bei der Chemie ist relativ mühsam. Und er hat gesagt, na, so geht das nicht. Nein, so geht das nicht, Entschuldigung. Wenn ich zu wienerisch werde, bitte mal kurz Bescheid geben. Nein, so geht das nicht, ich mache was anderes, ich mache Informatik. Sohn, alles, Holz, Chemie, Kanalreiniger, alles ehrliche, gute Jobs, aber bitte nicht IT. Ja? Er war jetzt auch auf der Easter Hack mit und wir hätten den Talk eigentlich jetzt so als Doppelkonferenz gehalten. Er hat aber jetzt leider Prüfungen, deswegen Uni geht vor. Aber in unserer Kommunikation, die wir so haben, kamen dann immer wieder so, warum? Vater, warum? Ja? Und er kommt dann halt immer mit Themen, also er ist mit 16 damals, hat dann Minecraft-Server gestartet und er ist dann immer gefahren für seine Freunde und sich und hat dann gemeint so,
Vater, die sind alle so dumm, meine Freunde. Die wollen dauernd, dass ich irgendwelche Plugins installiere, die den Server instabil machen. Das tut man doch nicht. Also, das hätte mir schon eine Warnung sein sollen. Ne? Internat stecken oder irgendwie. Also, falls ihr mal Kinder haben solltet oder schon habt, alles, aber nicht Informatik, bitte. Das heißt, die Idee hinter dem Talk war jetzt so, Dinge, die man jemanden, der jetzt gerade mit der IT sich anfängt zu beschäftigen oder ein bisschen intensiver anfängt zu beschäftigen, so ein paar Dinge zu klären, warum die so sind, wie sie sind und woher das kommt und warum man das nicht jetzt so leicht fixen kann. Und ja, also der alte Mann spricht über Dinge, die schon lange her sind und so in die Richtung. Vater, warum kann ich keinen Ordner mit dem Namen Con anlegen? Ah, ich sehe, wir haben hier älteres Publikum. Jo. Es ist kompliziert. Es ist nicht so einfach. Es ist nämlich einmal nicht nur Con. Es ist Con, es ist Pron, es ist Aux, es ist 0. Com 1, Com 2, Com LPT 1, LPT 2. Also quasi Device-Namen, wer ein bisschen schon mit älteren Devices sich auskennt. Ich habe das mal ein bisschen dokumentiert. Ich habe in einem hermetisch abgeschotteten Raum einen geerdeten Server im Vollschutzanzug gestartet und darauf ein Windows gestartet und mal einen Folder angelegt und dann versucht, den Con zu benennen. Mäp. Okay, Con geht nicht. Geht LPT 1. Mäp. Also funktioniert nicht. Ne? Geht 0? Nö, auch nicht. Okay. Woran 0.mp3? Weil vielleicht. Nein, auch nicht. Nö. Okay. Woran liegt das jetzt? Ne? Ideen? Vorschläge? So, rauft's raus? Null, ist ein Device, ähnlich wie DevNull unter Linux, ja, aber woher kommt das? Das hat historische Gründe. Also für die Zusehenden im Stream und Recording, die sensationell gute, strategisch richtige Antwort war natürlich, das hat historische Gründe. Ich hätte mir jetzt erwartet, ja, das war ja schon unter Microsoft DOS so. Ne? Irgendwas mit Druckern, ja, aber nein, in dem Fall nicht. Danke, da habe ich ein Topic fürs nächste Jahr. das Ganze kommt aus einem viel, 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 viel älteren System. Sagt jemandem noch CPM was? Hände hinter der Kamera. Oh, ah, hallo STP. CPM steht original für Control Program Monitor. Wer Tron gesehen hat, kommt das vielleicht bekannt vor. Und wurde später in Control Program für Microcomputers umbenannt. Wurde 1974 geschrieben. Wer war da schon auf der Welt? Okay, ein paar. War ein Betriebssystem für 8085 geschrieben vom Gary Kildall für die Firma Digital Research oder wie sie ursprünglich hieß, und das war für mich der viel coolere Name, Intergalactic Digital Research. Der hat ein Programm geschrieben, sie hatten ein Programm, das hieß pip.com. Pip kennt ihr jetzt unter dem Befehl copy oder cp unter Linux. Also pip war dafür gedacht, Informationen zwischen von einer Floppy Disk auf die andere Floppy Disk, das war so dieser rotierende Rost, beziehungsweise auch zwischen der Floppy Disk und einem anderen Device, wie einem Modem oder einem Drucker, da sind wir wieder beim Thema Drucker, zu kopieren. Das war ein extra Programm, das war nicht direkt in der Shell vom CPM drinnen. Es war auch nicht wirklich ein Device, das war ein Spezialcode im Programm. Kopiert von. Und eigentlich, wenn man es ganz genau nimmt, das sollte ich vielleicht ein bisschen kleiner machen, genau. Eigentlich kam das Ganze von der PDP-11, aus dem Betriebssystem der PDP-11. Aber das wäre dann wieder ein eigener Talk, vielleicht mache ich den nächstes Jahr oder so irgendwie.
Jedenfalls, CPM war so das erste große, breite Betriebssystem für das, was damals Microcomputer waren, also so Mitte der 70er, späte 70er, frühe 80er. So sah das aus. Nein, so sah das nicht aus. Ah, jetzt weiß ich wieder, was war. Es gab dann eine Zeit, da hat IBM gemeint, sie möchten einen PC bauen. Also einen Mikrocomputer, das, was wir heutzutage als PC kennen. Hatten damals kein Betriebssystem. Sind zuerst zu CPM gegangen, also zu Intergalactic Digital Research, und haben gemeint, so, hey, könnten wir euer CPM nicht lizenzieren, wäre doch cool. Ihr habt ja schon eine Version für den 8086. Das ist dann schiefgegangen, die Verhandlungen sind zu keinem Ergebnis gekommen. Die IBM wollte keine laufenden Lizenzkosten, sondern nur einmalige Summe zahlen, etc. pp. Die Geschichte kennen wahrscheinlich viele von euch. IBM ist dann zu Microsoft gegangen. Bill Gates hat gesagt, ich hätte da was. Was aber auch nicht von ihm war. Was nämlich dann schlussendlich rausgekommen ist, ist, nein, ach, andersrum. Nee, alles gut. Alles ging schon hin. Das, was ihr hier seht, ist das sogenannte 86-DOS. Intern bekannt als Quick and Dirty Operating System, also QDOS. Das wurde von Seattle Computer Products, SCP, für einen Intel 8086 geschrieben. Eigentlich wollte SCP für seine Intel 8086 Boards, auf die kommen wir dann nachher nochmal zu sprechen, CPM portieren, weil CPM war damals das Main-Betriebssystem, das, was heutzutage Windows ist, war damals CPM. Und Digital Research hat gesagt, ja, wir bringen auch eine Version für 8086 raus, die waren ursprünglich eben auf dem Zilog Z80 beheimatet als CPU. Das hat sich aber, wie was ja sonst in der IT kaum passiert, ein bisschen verzögert, ein paar Jährchen, worauf dann QDOS gesagt hat, na gut, dann schreiben wir halt was Eigenes. Und der Tim Patterson von SCP hat sich dann im April 1980, ich muss immer 19 dazu sagen, weil das ist ja mittlerweile schon länger her, 1980 hingesetzt, hat sich das CPM 80 Manual und die Reference-Dokumentation genommen und hat ein Betriebssystem gebaut, das ganz, aber also ähnlich, aber doch nicht ganz gleich zu CPM war. Und bei CPM, wie gesagt, das PIP-Programm, hat Patterson auch nachgebaut, hat es aber dann umbenannt in Copy und hat es so umgebaut, dass diese ganzen Devices, also CON, LIN, LTPT1 etc., tatsächliche Devices waren und mit jedem anderen Betriebssystem funktioniert haben. Das gab es schon alles, weil sie haben ihr eigenes Motherboard gehabt und dafür haben sie dieses Betriebssystem geschrieben. Dann sind wir bei der Geschichte mit IBM, wo dann geht es an SCP, weil wir sind quasi Nachbarn, wir waren nebenan, gesagt hat, ja, ich hätte gern was, und hat dann alle Rechte an SCP für in Summe $75.000 gekauft. Oh, war damals viel Geld. Es gab dann natürlich Lawsuits etc. etc. Und schlussendlich haben sie dann noch 1 Million draufgelegt und dann war es gut. Und das ist der Grund, warum wir jetzt noch immer in Windows keinen Ordner mit dem Namen CON anlegen können. Weil das von CPM über QDOS in Windows portiert wurde. Windows hat eine Backwards Compatibility, die bis heute besteht und daher kann man das nicht ändern und deswegen dürfen wir keinen Ordner CON anlegen. Unter Linux funktioniert das übrigens ganz wunderbar. Ja, sinnloses Wissen für 800, also für die nächste Cocktailabendunterhaltung ist hiermit gesorgt. Vater, also ich habe meinem Sohn Zugriff auf meinen Musikserver gegeben. Warum das mit den Spaces, ne? So MP3-Files mit Unterstrichen statt Leerzeichen. Warum? Naja. Complicated, wie immer. Es ist kompliziert, es ist nicht so einfach, wie man es sich vorstellen möchte. Wer kennt das? Was ist das? Ja, du zählst nicht, der junge Mann da vorne, Ramonster, wärst du so freundlich. Gib noch mal die Hand hoch, dass sie dich findet.
Ja, das ist ein, wie man lesen kann, ein alter Altär. Der ist über das Homebrew damals vertrieben worden und war einer der ersten, wenn nicht sogar der erste PC, den man als Privatperson bauen konnte. Dankeschön, das verdient, also nicht nur gut, richtige Antworten verdienen eine Schnitte, aber in dem Fall jetzt ganz unbedingt auf jeden Fall. Richtig, 1975 auf den Markt gekommen als Bastelkit, hatte einen 8080 Prozessor drin, 256 Bytes RAM, Bytes, ja? Und gilt generell als quasi der Funke, der diese ganze Mikrocomputer-Revolution ins Leben gerufen hat. Also alles, was danach kam, Apple, IBM PC, Commodore, Sinclair, Atari, you name it, alles kommt von da, mehr oder weniger. Womit sie auch einen Standard gesetzt haben mit dem Altair, war der sogenannte S100-Bus. Der hatte da eine Backplane drinnen, auf dem man zusätzliche Slots draufsetzen konnte. Also da, wo ihr jetzt eure Nvidia-Klötze hineinsteckt, sowas in der Richtung. Ja. Das war sogar noch ein IEEE-Standard eine Zeit lang, der wurde mittlerweile zurückgezogen. Und für diesen S100-Bus wurden ganz viele Erweiterungskarten gebaut. Und ja, das hat alles was mit den Spaces zu tun, die noch immer Probleme in Dateinamen machen. Ich komme da schon hin. dieser Bus, eben 1974 designt, 75 mit dem Altair auf den Markt gekommen. Für den gab es eine Karte von Seattle Computer Products. Erinnert sich wer an die Firma? Die hatten eine Karte und haben für die Karte aber kein Betriebssystem gehabt, keinen Basic-Interpreter gehabt, kein Dateisystem gehabt, nichts. Sie hatten zu der Karte nämlich auch noch einen Floppy-Controller dazu, aber die zwei konnten nicht miteinander reden. Wir haben hier eine Lösung, wir suchen noch das Problem oder so ähnlich. Ne? Auch hier wieder, hey, Seattle Computer Products, Microsoft ist doch ums Eck. Hey Microsoft, habt ihr da nicht eine Lösung für uns? Und Microsoft hat dann SCP Microsoft Basic, ihre Basic-Sprache damals, das war damals das Kernprodukt von Microsoft, und auch das FAT-File-System, also die File Allocation Table File-System, verkauft. Und Seattle Computer Products hat damit quasi das erste System mit FAT-File-System geschippt. Dieses FAT-File-System, Space, the Final Frontier, hat Spaces, also Leerzeichen, sehr interessant behandelt. Trailing Spaces, also Spaces nach dem letzten normalen, also 7-Bit-ASCII-Zeichen, sind quasi als Padding behandelt worden und wurden ignoriert. Dateinamen mit Spaces konnten bis Windows 95 nicht vernünftig escaped werden und konnten daher bis dorthin, also eigentlich bis Windows NT, nicht wirklich sauber behandelt werden und daher haben die immer Probleme gemacht und viele Programme, die von damals übergeblieben sind, machen noch immer Probleme damit. Was damals schon funktioniert hat, waren die Kommandos mkdir und rmdir, also Verzeichnis anlegen, Verzeichnis löschen, weil die haben nur einen Parameter erwartet und haben daher einfach alles, was nach dem Programmnamen kann, als einen Parameter genommen, weil wir lesen einfach mal alles ein, was da noch hinten dran steht. DOS-Klone wie DR-DOS etc. konnten damit deutlich besser umgehen. Aber das ist ja zum Glück mittlerweile alles schon weit hinter uns und Spaces können ja mittlerweile problemlos überall behandelt werden und stellen ja überhaupt kein Problem dar. Ja, also es gibt, ich habe da unten den Link drinnen, die Slides gibt es nachher, auf der Seite File and Folder Name Whitespace Characters bei Microsoft, ist eine lustige Lektüre, was noch immer alles nicht genau funktioniert und was noch immer nicht genau so unterstützt wird. Anderes Thema, was mir mein Sohn auch an den Kopf geworfen hat, was soll denn dieses Nibbles-Zeug? Sag doch 4 Bits. Ja, Sohn. Es hat schon seine Gründe. Für die, die es nicht wissen, üblicherweise bei uns heutzutage, ne, wir haben ein Byte, das sind 8 Bit. Und die Hälfte von dem Byte, also 4 Bit, werden üblicherweise als Nibble bezeichnet, oft auch als Nibble oder Halbbyte.
Und die Freunde in der Netzwerktechnologie sagen dann vielleicht noch Semi-Oktett oder Quad-Bit oder so irgendwie. Ja. Wer jetzt so nicht mehr ganz fit ist mit der Binärzählen, mit den 4-Bit kann ich 16 Werte darstellen, das heißt 0 bis 15, also 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 bis 1, 1, 1, 1, ja, ich brauche meine Finger dafür. Bietet sich natürlich an, schreit sofort danach, hey, das hat doch was mit Hexadezimal zu tun und 0 bis F und hurra. Die Hälfte eines Nibbles wird dann übrigens oft auch als Crumb bezeichnet, also Brösel quasi. Ne? Sinnloses Wissen wiederum. Benutzt wird das Ganze dann in der Form des Packed Binary Coded Decimals oder BCD. Da hoffe ich dann, dass die Lea nächstes Jahr einen Folgetalk zu ihr macht und das nochmal ein bisschen genauer aufdröselt. Im Prinzip geht es darum, dass ich mir mein Byte mit den 8 Bit in zwei Hälften aufteile und mit jedem dieser Nibbles eine Ziffer darstellen kann. Ne? Also ich kann. Und wenn ich das tue und eben so ein Byte nehme, kann ich eben mit einem Byte zwei Zahlen darstellen und das nennt sich dann eben Packed Binary Coded Decimal. Beim nicht Packed, also beim nur Binary Coded Decimal, nehme ich das ganze Byte und schlepp quasi ganz viel Ballast mit. Und wenn ich dann eine Zahl wie 0, 1, 2, 3, 4, 5 darstellen will, dann schaut das eben im Packed Binary Source, habe ich ein bisschen Padding vorne. Das Ganze auch hier wieder kommt aus der Zeit der Großrechner, das ist die IBM S360. Wer über die Entwicklung dieser Maschine was lesen möchte, The Mystical Man Month ist ein exzellentes Buch, das die Entwicklung der Software für diese Maschine beschreibt. Aus dem Buch stammt der Satz, adding people to a late project makes the project even later. Wir haben seit den 60ern nichts dazu gelernt. Worauf ich eigentlich hinaus wollte ist, die BCD-Arithmetik ist auf diesen Maschinen in Hardware implementiert und daher sehr, sehr schnell für damalige Zeiten. Ja, damals war Speicher teuer, deswegen konnte man damit eben mit wenig Speicher viele Zahlen mit hoher Genauigkeit verwenden und wird eben auch in aktueller Hardware, also wenn du jetzt zu IBM gehst und einen Host, also einen Mainframe kaufst, kann der das noch immer in Hardware und schnell. Benutzt wurde das aber eben auch in den 70er Jahren für 4-Bit-Computing. Das ist ein Intel 4004, 1971, wurde in Taschenrechnern und Ähnlichem verbaut. Arbeitet mit einer 4-Bit-Word-Length, 8-Bit-Instructions, 12-Bit-Addresses. Hooray! Funktionieren immer noch ganz gut. Der Nibble, dieses Half-Byte, ist ein Homophon, das heißt Byte und Byte, ich bin kein Native Speaker, daher mache ich es wahrscheinlich eh halbert falsch, das klingt eben ähnlich, das ist ein Wortspiel, ist quasi im Englischen ist es so, to take a bite ist so einen kleinen Bissen nehmen, so ein bisschen am Keks knabbern, ne? Deswegen der Keks hier so Knabberkeks. Und laut unbestätigten Quellen, also ich habe keine tatsächliche bestätigte Quelle gefunden, entstammt das Ganze aus einer scherzhaften Bemerkung 1958 vom David B. Benson, einem späteren Professor an der Washington State University, gegenüber seiner Mutter, die Programmiererin im Los Alamos Scientific Laboratory war. Also seid vorsichtig, was ihr am Arbeitsplatz sagt. Es könnte sein, dass sich dann 20 Jahre später Menschen darüber ärgern, warum du da so komische Begriffe verwendest. Wenn wir schon dabei sind, Ramonster, weiß jemand, wer die Begriffe Bit und Byte definiert hat oder erstmalig in die Verwendung eingeführt hat? Na komm, nein, komm, sagt es mir nicht, dass ihr das nicht wisst. Niemand? Sieht, wirklich keine Hand? Gehst du mal kurz hin? Ich meine, was von Ken Thompson gehört zu haben, aber ich bin mir nicht sicher. Guter Versuch, nein. Ken Thompson prinzipiell ist mal immer ein guter. Thompson, Kernighan, Ritchie. Älter. Ramonster? Ja, ich hab dir gesagt. Ich probier's mal mit dem Turing. Guter Versuch, nein.
Hm? Also lösen wir es auf nach dem. Wer war das? Wer war das? Hand hoch. Moment. Kek, nein, brauchst nicht hinlaufen, genau. Also ja, schon hinlaufen, aber nicht mit Mikro, nur. Dankeschön. Also, Claude Shannon hat 1948 in einem Mathematical Theory of Communication den Begriff Bit zum ersten Mal, also Binary Information Digit zu Bit abgekürzt. Und er hat selber dann wieder attributiert an den John W. Tukey, der es in einem Bell Labs Memo 1947 verwendet, den Begriff Binary Information Digit verwendet hat, und Shannon hat dann Bit daraus gemacht. Und das Byte, der Binary Term, der kommt von Werner Buchholz aus dem Jahre 1956, und da, den Begriff hat er das erste Mal verwendet in einem Design-Dokument für die IBM 7030 Stretch, den ersten vollen Transistorrechner der IBM. Wieder sinnloses Wissen für 700 fürs nächste Hacker Jeopardy. Ich sollte mal eine Kategorie einführen. Aber Shannon, habt ihr, wird das nicht gelehrt irgendwo? Ach, Männer, ich glaube, ich muss wirklich so digitale Grundbildung Buch schreiben oder so. Gut, also wir haben jetzt mal unserem Bildungsauftrag auch wieder mal ein bisschen Folge geleistet. Andere Frage, die mir mein Sohn gestellt hat: Vater, warum kann ich CC-Adressen bei E-Mail eingeben? Was zur Hölle ist das jetzt wieder? Sohn, es ist kompliziert. Ich habe hier mal vom österreichischen Bundesverlag aus dem Buch Digitale Grundbildung ein Screenshot von einem E-Mail-Client. Ich weiß jetzt nicht, das muss irgend so ein Randprodukt sein. Ist so bunt, schaut sehr XP-mäßig aus, ne? So. Ja, 2010? Ja. Gut. Anyways, da sieht man halt schön, ich kann jetzt, wenn ich so eine E-Mail schreibe, also für die jüngeren Menschen uns ist, das ist asynchrone Kommunikation für Boomer. Also die sich so vom Fax hinauf entwickelt haben, ja. Hier kann ich eben angeben, einen Empfänger oder eine Empfängerin. Und die Blindkopie, an die Hanna Musterfrau, das dürfte dann die Chefin sein, weil Chefin auf Blindkopie setzen ist immer gut. Ich kann hier eben bei so einer E-Mail die Betreffer einteilen in Empfänger, CC und BCC. CC steht in diesem Fall für Carbon Copy, das heißt Kohlekopie, das heißt früher, damals, ja, wir hatten ja gar nichts, hatten wir Schreibmaschinen. Das waren so mechanische Geräte, die ausschauen wie Tastaturen, wo man aber oben Papier einspannen musste. Also die Abnormität sondergleichen. Man musste quasi Druckerfunktionalität mit Tastaturfunktionalität komponieren. Ja. Und wenn ich jetzt eine Kopie brauchte, habe ich zwischen zwei Papierblätter so ein Kohlepapier gelegt. Und wenn ich auf das erste Seite mit dem Farbband quasi einen Buchstaben getippt hat, hat sich der über die Kohle auf das zweite Blatt auch noch nach hinten transferiert. Im amerikanischen Sprachraum hieß das eben Carbon Copy, weil eben Kohlepapier, Carbon, im deutschsprachigen Raum Durchschlag ist, ne? Oder? Auch in Deutschland auch? Ja, Durchschlag, ne? Durchschlagspapier. Erfunden hat das Ganze angeblich ein gewisser Pellegrino Turri, der hat mit dem Wasser nichts zu tun, sondern er war ein italienischer Erfinder und hat 1808 die erste Schreibmaschine erfunden. Er hat damals aber nicht das Farbband erfunden und daher konnte er nur mit Kohlepapier schreiben. Also da hatte er quasi zuerst das Kohlepapier und dann das Papier, weil kein Farbband. In den USA wird umgangssprachlich dann öfter auch Courtesy Copy für CC verwendet. Höflichkeitskopie. Also bei mir ist es eher die Unhöflichkeitskopie. Wenn ich mal meinen Chef auf CC nehme, dann ist das eher so, jetzt mach was, weil sonst involviere ich meinen Chef wirklich. Hm? Wandert vom BCC ins CC ins An.
Genau, der Chef wandert dann, wenn der Chef vom BCC ins CC wandert oder die Chefin dann, wenn die Chefin dann im Anlandet, dann wird es ganz schlimm. Genau, genau. Die drei Eskalationsstufen in der E-Mail-Kommunikation, genau. Meeting zu dritt. Das wäre konstruktiv. Anyways, das Schöne ist, mein Sohn spricht oft und gerne mit mir. Das nicht so Schöne ist, mein Sohn spricht oft und gerne mit mir. Nein, er stellt Fragen, das ist ja prinzipiell gut. Und mein Sohn meint also, du Vater, Zeilen in Textfiles enden doch immer mit LF, also Line Feed, 0x0a, oder? Ja, das ist das etwas kompliziertere Thema. Damals, als das Internet erfunden wurde, haben sich die wunderbaren Menschen, also Windsurf und wie sie alle hießen, verschiedene Protokolle einfallen lassen. SMTP, FTP, später dann auch HTTP, aber da ist es dann schon ein bisschen besser geworden. Und SMTP und FTP, also das sind die, die wir jetzt heutzutage auch noch kennen, haben eigentlich immer Carriage Return Line Feed für einen Zeilenumbruch definiert, ne? Also CRLF. Manche Mailprogramme haben das damals sogar so hart getrieben, dass sie Mails abgelehnt haben, wenn die Zeilenumbrüche nicht gestimmt haben. Stellt euch das heute mit Exchange vor. Andere Protokolle haben aber dann empfohlen, okay, so hart wollen wir es dann doch nicht. Wir erlauben, also die Programme sollten schon auch in der Lage sein, ein einzelnes Linefeed LF als Zeilenumbruch zu interpretieren. Und in der W3C Recommendation für XML ist das Ganze dann noch einmal so, ja, also ja, das Ganze hat dann darin geändert, also man kann sich das dann so überblicksmäßig anschauen, also wir haben da die Welt der ASCII-Zeichensätze, Unix, Windows, Mac, so die drei großen Themenbereiche, alle auf ASCII basierend. In den Unixoiden Systemen haben wir eigentlich immer ein Linefeed, also Hex 0a, unter Windows natürlich Carriage Return Linefeed 0d0a, weil wir müssen es ja anders machen. macOS dann wiederum Carriage Return, weil why simplify things, ne? alles, was aus der IBM-Welt, also OS 360, kommt, ist Aptic. Spreche ich das halbwegs richtig aus? Ja, so in der Richtung. Die haben dann überhaupt gleich gesagt, wir machen Newline, weil gleich mal anders. Da auch wieder ein Verweis, falls die Lea ist im Raum, nein, wenn die Lea sich dann das Recording anschaut, dieses Aptic Newline kommt auch wieder aus diesem Binary Coded Decimal und den Lochkarten, die früher für die Programmierung verwendet wurde. Ich würde gerne einen Talk sehen, der das ganze Thema mal ein bisschen besser aufarbeitet. Aber das Schöne ist, das ist jetzt alles Legacy, ne? Also ASCII und Aptic und was das alles ist. Es ist ja jetzt mit Unicode viel einfacher geworden. Weil Unicode hat gesagt, hey, neben Carriage Return Line Feed und Carriage Return Line Feed müssen auch noch diese Zeichen als Zeilenumbruch erkannt werden. Na, also wir haben dann noch einen Formfeed und einen Nextline und einen Line Separator und einen Paragraph Separator und Nell, also quasi für unsere Hostfreunde dann auch noch einmal drei Buchstaben statt zwei. Wenn man dann noch die Umbrüche in der Typografie nimmt, dann gibt es dann auch noch so Dinge wie kurz mal den jungen Menschen die Ohren zu halten, Schusterburm und Hurenkinder. Wo es darum geht, wie der Zeilenumbruch da jetzt positioniert wird. Wikipedia hat googelt das mal nach. Ist auch eine sehr lustige Lektüre, wie da so mit Zeilenumbrüchen umgegangen wird. Und ich weiß nicht, in meiner täglichen Erfahrung, das Thema ist noch nicht durch, oder? Nee. Ich bin heute flott. Kriegt ein bisschen Zeit zurück, das ist schön. Eins habe ich noch. Das war so der Punkt, wo ich ein bisschen Angst gehabt habe, ob Lea das auch so in dieser Tiefe abhandelt. Hat die Industrie hat doch aus Y2K gelernt, oder?
Wer hat Y2K miterlebt hier im Raum? Habt ihr ein T-Shirt dafür bekommen? Also für die Jüngeren im Publikum. Es gab so etwas, das nannte sich Jahr 2000 Problem oder Millennium Bug. Die Ursache für diesen Bug war, dass für die Speicherung von Datumswerten nur die letzten beiden Ziffern, also das Jahr und das Jahrzehnt, aber nicht das Jahrhundert verwendet wurde, weil wir hatten ja keinen Speicher. Speicher war teuer. Es gab mal eine Zeit, da war Speicher wirklich, wirklich teuer. Ja? Also Lochkarten auf so einem IBM Mainframe konnten 80 Stellen speichern, 80 Zeichen, eine Lochkarte. Ja? Plus, minus, je nachdem. Arbeitsspeicher 64 Kilobyte war schon viel. Ja? Genug für jeden. 64 Kilobyte sind genug für jeden. Dankeschön, auf das Zitat hätte ich fast vergessen. Das war nämlich so, wer kennt die Dame, die mit dem Papier an der Tastatur sitzt? Das ist Grace Hopper, die Mutter von COBOL oder Großmutter von COBOL, je nachdem, wen man fragt. Eine der wichtigsten und tollsten Frauen in der IT. Aber auch sie hat diesen Bug in COBOL eingebaut. Nur damit, also das ist ein UNIVAC, das war quasi einer der Vorgänger vom IBM-Host, mit dem wir uns immer noch herumschlagen dürfen. Ein Kilobyte Speicher hat damals, in der Zeit, wo diese Probleme quasi eingebaut wurden, 10 bis 100 Dollar gekostet, 1960er Jahre Dollar. Ein Kilobyte, 100 Dollar. Die IBM 1401 hat, die kleinste Konfiguration, die du bekommen hattest, waren 2 Kilobyte. Und damit sind Business-Applikationen gelaufen. Node.js-Developer im Raum? Also das Traurige, die Sache ist halt die, jeder hat es gewusst, alle haben es gewusst, ja? Und alle haben Programme geschrieben, alle haben gespart, weil es ist ja alles so teuer und es ist alles so und die Manager, nein, wir können das nicht zahlen und nein, wir haben kein Budget und mi, und wir schleppen das mit, ne? Wir schreiben Programme in den 60ern, wir schreiben Flugkontrollprogramme, wir schreiben Flugbuchungssysteme, wir schreiben Bankenprogramme in den 60ern, 70ern, 80er Jahren. Ach, das ist ja alles kein Problem, 2000 ist ja noch so weit in der Zukunft. Bis dahin werden wir das System ja schon abgelöst haben. Ne? Famous last words. Nichts hält länger als ein Provisorium. Das ist das Klassische, wir haben einen bekannten Mangel mitgeschleppt, wir haben dieses Technical Debt, wie wir es heutzutage benennen, nicht aufgelöst. Was waren die Folgen, was waren die Probleme von diesem Millennium Bug, von diesem Y2K Bug? Sortierung, ne? Also 00 kommt vor 99, ist ja ganz logisch. Altersberechnungen, ich bin minus 40 Jahre alt, also ich bin mittlerweile im Alter, ich könnte mit dem Bug leben. Hat aber auch dazu geführt, dass zum Beispiel keine Mahnspesen angefallen sind, weil geht sich aus. Microsoft Excel hat noch ein Kompatibilitätsproblem gehabt, dass sie wollten so kompatibel zu dem damaligen Marktführer Lotus 1.2.3 kompatibel sein, dass sie einen Y2K und einen Schaltjahr-Bug mitgeschleppt haben, der dann auch noch da hineingespielt hat. Die Echtzeituhren bei den Systems und PCs konnten zum Teil nicht richtig umschalten. Da gab es dann so Sticker, ihr habt es vielleicht draußen am Sticker Exchange schon gesehen, die gibt es jetzt wieder, kommen wir gleich zu, dass die PCs so, alle PCs abdrehen über den Jahr, sonst explodieren sie, ja, war so damals die. Und natürlich Datum in String-Konvertierungen. Ja? 1901 oder 19101 waren so die Klassiker. Ne? Also alles, was man falsch machen kann, konnte man falsch machen. Das Problem am Y2K war, andersrum. Y2K, also dieses Y2K-Problem, war das erste große IT-Problem seit der Umstellung von ARPANET auf IP,
dass wir weltweit, dass in der IT-Community weltweit angegangen wurde und so kommuniziert wurde, dass auch die CFOs und CIOs und CTOs nicht auskonnten und handeln mussten und Geld in die Hand nehmen mussten und Cobol Consultants aus der Pension holen mussten, um alten Code zu fixen. Ja, das ist das erste und einzige Mal in meiner Erinnerung gewesen, wo wir tatsächlich ein konkretes Technical Debt Problem konstant wirklich in einer Art und Weise angegangen sind, die ich seitdem nicht mehr erlebt habe. In allen Unternehmen, durch alle Unternehmen. Und das war vom größten multinationalen Konzern bis hin zum kleinsten SMB, war das Thema über Jahre hinweg. Also seit 1998 bis 2000, 2001 war das in jede Woche, jeden Monat, überall, in jedem Magazin, Fernsehsendungen, überall. Werden wir explodieren? Werden die Kernkraftwerke explodieren, weil wir irgendeine SBS oder sonst irgendwo vergessen haben? Ja? Jahreswechsel 99, 2000, wer nicht schon komplett sturzbetrunken war, hat sich die Streams aus Australien angeschaut, ob dort irgendwas Gröberes passiert. Seriously, nicht lachen, seriously, das war so. Ja? So, haben die Stromerzeuger dort ein Problem? Haben die Wasserwerke ein Problem? Haben die U-Bahnen ein Problem? Haben die Notrufe ein Problem? Ja, das war ein ganz, ganz massives Problem, und eine halbe Stunde nach Mitternacht haben alle dann den Sekt aufgemacht und aufgeholt mit dem Rest der Bevölkerung. Die Kehrseite von dem ganzen Ding ist, 2001 onwards, es war ja eh nichts. Also ich verstehe nicht, warum haben wir da so viel Wirbel drum gemacht, warum haben wir da jetzt 3 Jahre lang so viel Geld und Zeit und Hardware-Täusche und sonst was gemacht. Das war ja eh alles lächerlich, hat ja eh alles funktioniert. Ja, und da waren wir in der IT-Community wieder mal komplett unfähig zu kommunizieren, dass das, was wir die letzten 3 Jahre genau die Arbeit war, die dazu geführt hat, dass dann jetzt auch noch 2023 in der österreichischen Bundesbahn die Zeitanzeigen nicht immer funktionieren, aber keine gröberen Probleme aufgetreten sind. Notrufe haben funktioniert, Spitäler haben funktioniert, Computertomographen haben funktioniert, es sind keine Flugzeuge vom Himmel gefallen. Alles war mehr... Was sind eigentlich Spitäler? Spitäler Krankenhäuser. Danke. Also wir haben in der Kommunikation nichts gelernt und wir haben jetzt ein ähnliches Problem, ne? Das 2038-Problem, weil 32-Bit Vorzeichen behaftet, Ganzzahl reicht ja aus. Bis wir auf das Problem stoßen, haben wir doch schon längst bessere und neuere Systeme. Bingo! Ich gehe 2 Jahre vorher in Pension. Fingers crossed. so sich die Gesetzeslage nicht ändert, genau, das ist so mein Zittern. Weil wenn, dann kann ich da als hochspezialisierter, pensionierter Experte dann nochmal ordentlich abkassieren. Das war jetzt irgendeine Frechheit, die habe ich nicht gehört. Also, das Problem auch hier wieder für die jüngeren Menschen unter uns, in dem, was wir in unseren aktuellen Systemen so als Zeitsystem verwenden, speichern wir Uhrzeiten eigentlich als sogenannte Unix-Zeit, Unix-Timestamps ab, in einer 32-Bit-Ganzzahl mit Vorzeichen. Und gezählt wird ab dem 1. Jänner 1970 in Sekunden. Schaltsekunden werden nicht berücksichtigt. Diese Anzahl an Sekunden läuft irgendwann über und das ist eben 2038 im Jänner irgendwann mal. Ist ja eigentlich 2038, wir haben 2023, wäre ja eigentlich genug Zeit. Ne? Ich meine, wir müssten die IT in allen Kraftwerken, Atomkraftwerken, SBSen, Computertomographen. Arbeitet ja wer von euch in der Medizin-IT? So Spitals-, Krankenhaus-IT? Oh, lauter glückliche Menschen unter uns. Die haben dort Maschinen stehen, die sind aus der Zeit, von der ich vorher gesprochen habe. Also so, oder
Windows 95 mit 3 Firewalls davor, weil es keine Patches mehr gibt. Ein Computertomograph, der mit Solaris schlag mich tot läuft, für die es keine Updates mehr gibt, die aber dafür eine medizinische Zertifizierung haben. Heißt, die dürfen auch, selbst wenn sie könnten, dürften sie nicht upgraden. Ja? Wir haben ganz, ganz viele Systeme überall. Denkt mal nach, wo steckt mittlerweile überall ein Chip drinnen? Ist der schon 2038 sicher? Eure Steckdose? Und das ist jetzt das kleine Problem, ne? Aber denkt mal weiter. U-Bahnen, wann sind denn die U-Bahnen gebaut? Also bei uns in Österreich so 70er, 80er Jahre. Wo haben wir überall Systeme? Wir sollten jetzt anfangen. Sonst kriegen wir nicht einmal den Großteil weg. Es redet keiner mehr. Ich wette mit euch, so 2036, 2035, oh, da wird es wieder rund gehen und wir werden alle sterben und wir werden nicht wissen, was wir tun sollen. Und also prinzipiell, ja, wir brauchen einfach, es gibt schon Lösungen, wir stellen von 32 auf 64 Bit um, die Lea hat das so schön genannt, das reicht dann bis zum quasi Entropieende des Universums, also da sind wir dann. Bis dahin haben wir das System dann sicherlich außen. Also denkt mal drüber nach, so, wenn ihr vielleicht in relevanten Bereichen arbeitet, vielleicht solltet ihr da mal eine Projektgruppe starten oder sonst was. Ein sehr, sehr schönes Thema, da gibt es eine Frage. Gibt es da auch noch andere Methoden, ohne mit 64-Bit zu arbeiten? Die einfach sind. Einfach, schnell, billig. Such dir zwei aus. Ah, da, ja, nicht mir zeigen, du hinlaufen. Und Mannerschmitten mitnehmen oder nachher zuteilen. Sollten wir nicht positiv in Zukunft blicken, das ist das Jahr, wenn wir endgültig alle XP altlastenlos sind? Prinzipiell ja, aber bist du dir das sicher? Ja, 64-Bit XP ist natürlich dann ganz fies, ja. Gut, ich bin auch schon fast. Stop. Durch, Entschuldigung, danke. Also nur wenn ich darf, gibt es da schon positive Beispiele, die das schon umgesetzt haben oder kann man das nicht so einfach? Also wenn du jetzt was neu kaufst, wenn du jetzt was neu machst, das ist normalerweise alles schon. Okay. Aber eben, wir haben ganz viel Technik, also Kraftwerke etc., wir haben ganz viel Technik aus den 60ern, 70ern, die größten Hits aus den 60ern, 70ern und 80ern sind noch immer im Einsatz. Ja? Oder werden noch immer nachemuliert. Also gerade wenn du jetzt so im Großrechnerbereich und so weiter schaust, die emulieren ganz viel, damit sich das System ja so verhält wie das Ding aus den 60ern. Weil wir haben zwar noch den Binärcode, Ramona da drüben, den die Maschine emuliert super laufen lassen kann, aber wir haben keinen Source-Code mehr, wir können das nicht mal mehr neu kompilieren. Und das sind die Systeme, da laufen deine Gehaltsüberweisungen durch, da laufen deine Flugbuchungen durch. Wenn das System steht, kommst du nicht in den Flieger rein. Da gibt es sensationelle Artikel. Schreibt mir, wenn ihr dazu mehr hören wollt. Das Schöne an dem Problem ist, das wird uns erst nicht 2038 auf die Füße fallen, sondern je nachdem platzt die Bombe schon vorher, wenn man irgendwelche SSL-Zertifikate hat, die nach 2038 ablaufen, dann funktioniert auf einmal die Validierung heute schon nicht mehr. Ja, oder jetzt schon? Ja. Schon gesehen? Ich habe von Kollegen gehört, dass sie das Problem hatten, dass sie irgendjemand ein sehr lange laufendes Zertifikat in das System eingespeist hat und dann ist die Bombe geplatzt. Sehr, sehr schön, sehr schön. Ja, das kommt jetzt so langsam auf uns zu, war ja bei Y2K auch, wenn dann schon so Zukunftsberechnungen oder sonst irgendwie in die Hose gegangen sind. Ja, das war ganz, ganz super schön. So, wo war ich denn jetzt? Ah ja, genau, ich wollte ja einen Talk mit der Puppe machen. Das wäre eigentlich so ein schönes Thema für, ja? Ja, schauen wir mal. Anyways, worauf ich noch hinaus wollte ist,
Es gibt von Alan Ullman ein super schönes Zitat, ich liebe es und das will ich irgendwann mal als Thema für einen Talk nehmen. We build our computer systems, we build our cities. Over time, without plan, on top of ruins. Ne? Früher haben wir gebaut Computer aus Röhren, dann haben wir die Röhren durch Transistoren getauscht, dann haben wir die Transistoren in einen IC gepackt, aus dem IC haben wir dann eine Platine gebaut. Mittlerweile ist das ein System on a Chip. Auf dem System on a Chip haben wir eine UEFI oder BIOS. Auf dem setzt dann wieder unser Betriebssystem auf. Das hat wieder eine verschiedene Kernel-Layers. Ne? Layer 0 für Root und andere Kernels. In den verschiedenen Kernels haben wir dann Subsysteme für Grafik, für Sound. Also, Entschuldigung, Sound für die Linux-User, das ist das, wo dann der Computer Geräusche macht. Ja? Ihr kennt das von den Mac-Usern, die können nur das. Auf dem Ding läuft dann eine Virtualisierungsplattform, in dem dann ein Betriebssystem ein anderes Betriebssystem als dem, das du darunter hast, läuft. In dem Betriebssystem läuft dann eine Orchestrierungssoftware, die dir dann wiederum Pods rausläuft, die dann eine Java Virtual Machine starten, die dann einen Microservice laufen haben. Und das abstrahieren wir jetzt nochmal, weil jetzt gibt es dann Hybrid Cloud und dann läuft das überhaupt verteilt und magisch und sonst wohin. Wir bauen Abstraktionslayer über Abstraktionslayer über Abstraktionslayer über Abstraktionslayer und haben keine Ahnung mehr, was darunter passiert. Wir haben keine Kontrolle mehr darüber, was passiert. Und diese komplexen Systeme werden uns irgendwann einmal auf den Kopf fallen. Denkt mal drüber nach. Ich finde, das ist ein super spannendes Thema. Das ist auch kein Thema, was wir von heute auf morgen lösen müssen. Das 38er Problem brauchst du nicht mehr suchen. Müssen wir nicht mehr lösen. Aber lasst das mal sickern. Lest mal nach. Die Dame ist sehr gescheit, schreibt viele kluge Dinge. Vorletzte Slide. Ich habe auch noch eine Tochter. Aber über die reden wir ein anderes Mal. Vielen, vielen, vielen herzlichen Dank. Q&A? Wir haben noch ein bisschen. Haben wir nur noch 3 Minuten oder wie? Ja, dann machen wir noch Q&A. Gibt es noch Fragen? Genau, Fragen. Ja. So, Moment, ich nehme einfach gleich mal ein paar mehr mit. So, einmal die Hände Mädchen. Hoch. 1, 2, 3. So. Danke für den Talk. Gibt es ab 16 Stunden Talk eigentlich auch Trollgoodies und sollte das wirklich das Ziel sein? Nee, als Speaker bist du die einzige Entität auf diesem Event, die nichts bekommt, außer den Applaus und die Liebe des Publikums. Also das. Zu den New Lines noch eine kleine Anekdote. Also auf Twitter kann man auf seine Display Names, also das, was halt im Namen steht, normalerweise keine New Lines reinmachen. Und das haben sie auch gut gemacht. Also man kann zum Beispiel da auch keine Unicode New Lines reinmachen. Leider ist der Check für die Unicode New Lines client-sided. Also wenn man die API benutzt, kann man dann die Unicode New Lines reinmachen. Und die API tut freundlicherweise die dann auch noch in echte \ns umwandeln. Sehr schön. Kurz dazu sei noch erwähnt, dass dieser ganze Unfall mit \r und \n eigentlich ja von unseren Schreibmaschinen kommt, wo ja dann das ganze Internet- und Computerzeug drangewachsen ist, wo wir dann irgendwelche Bautverbindungen hatten, wo wir dann ein Terminal mit einem Papier Ausgabe hatten. Ganz früher, damals, TM, war es ja so, du hast dein Programm als Papierstapel in den Computer hineingeschoben und hast wieder einen Papierstapel rausbekommen. Das war halt irgendwann mal unpraktisch. Und dann haben sich die Leute gedacht, hey, im Nachbarraum, da stehen doch diese, kannst du nicht aufrecht gehen, da stehen diese Teletypes, diese Teleprompter, diese Fernschreiber, so heißt das auf Deutsch, mit denen kann man doch die Ausgabe oft umleiten. Und aus dem Ganzen heraus, die hatten eben einen Wagenrücklauf, Linefeed? Nein, Carriage Return und ein Linefeed, Papier um eine Zeile weiterschieben. Aus dem Ganzen, da habe ich einen Talk in der Arbeit zu. So, haben wir noch Fragen? Ja, da rechts außen. Hinten, ja. Entschuldige, war Sekunden einen Tick schneller. Bis 5 nach?
Was man vielleicht noch anmerken kann, es gibt auch so ganz tolle TUI-Interfaces, wo dann so Character-wise ganze so Benutzeroberflächen gebaut werden. Und das ist immer sehr lustig, wenn man dann Leute sieht, die heute so mit PowerShell aus der Windows-Ecke kommen, langsam auf Unix-Programme zulaufen, die dann so als Bug-Report melden, ja, da grisselt unten die Zeile einfach nur. Also du meinst, du möchtest einen Talk einreichen, Windows PowerShell Probleme, die wir unter Linux schon vor 20 Jahren gelöst haben. Dann haben wir uns da vorne dann auch noch, gell? Wegen dem, dass wir jetzt immer alles weiter stacken. Wir können es einfach auf AWS schmeißen, ist serverless. Alles klar? Raus! Serverless. Also ich würde wirklich gerne den Marketingmenschen finden, der sich diesen Namen einfallen hat lassen, weil es ist der größte Bullshit-Term ever. Ever. Der Mensch mit der wunderbaren Haarpracht. Ich bin so gerade so super neidisch. Noch eine kurze Frage zu den Ordnern, die man nicht anstellen kann. Ja. Wenn ich jetzt auf Linux einen Ordner anstelle und kann ich damit dann ganz viele Windows-Menschen nerven? Ich habe jetzt aber nicht nachgesehen, wie das ein Samba-Server oder so tut, aber prinzipiell ja. Ich sehe da schon einen Lightning-Talk für nächstes Jahr, super. Ja, sonstige Anmerkungen: für Menschen, die gerne Schmerzen haben, ist in C ja auch noch das Char-Bit definiert, falls ein Byte mal keine 8-Bit hat. Ja, C ist ein eigenes Ding. Er war schon, geh mal darüber. Noch eine Ergänzung zu den Datumsproblemen. Das Problem sind, glaube ich, oft die Datenstrukturen, die halt nur 16 oder beziehungsweise nur 2 Byte groß sind oder 32 Bit dann eben, die zum Beispiel von Standardbibliotheken benutzt werden. Ich glaube, da sind die Dokumentationen mittlerweile überall angepasst, dass man diese Funktion nicht mehr benutzen soll und es neue Funktionen gibt, die halt 64 Bit zurückgeben. Ja, gibt es ja auch in allen möglichen C-Libraries und so. Benutzt nicht mehr Memcopy, da gibt es was Sichereres und sonst was. Sprich mit dem Pentester deines Vertrauens, wie gut das funktioniert. es ist laut. beim VW-Turan zu den Unterstrichen in Dateinamen. Beim VW-Turan Multimedia-System, alles toll, Volltouch. Ich vermisse die haptischen Buttons bis heute. Aber Dateien mit Unterstrichen funktioniert auch Sonderzeichen, naja, so manche. Aber dann M3U8-Playlisten. Leerzeichen, was ist das? Ja gut, so Audio-Entertainment-Systeme, so Autos aus den späten 90ern oder so irgendwo, ganz viel Schmerzen, was da... Ja, der Turan ist von 2020. Echt? Ja. Ach ja, und pro Datenträger nicht mehr als 10.000 Dateien, bitte. Ja. Wieso auch immer 10.000? Ich kenne jetzt kein Dateisystem, das so beschränkt ist, aber hey. Ja. Mach mal, analysier das doch mal und mach einen Talk drüber, das klingt spannend. Haben wir noch da vorne? Da. Wir hatten bis jetzt nur lauter Männer. Haben wir vielleicht sonst noch Menschen, die eine Frage hätten, dass wir ein bisschen Diversität reinbringen, aber nie mal. Wir können doch ab 2038 einfach wieder die Software aus den 60ern nehmen, weil die haben noch keine Unix-Timestamps. Ah! Es ist jetzt Samstag, das IBM Recruiting Team wird sich am Montag bei dir melden. Ja, dann würde ich sagen, lassen wir es gut sein. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich für eure Anwesenheit. Ich wünsche euch... Postkarte für die Leira. Oh, danke schön. Sendet mehr Chaospost. Ich habe gehört, die Chaospost fühlt sich untergeliebt. Schickt mir Chaospost. Vielen Dank, dass ihr da gewesen seid. Ich hoffe, ich habe euch ein bisschen unterhalten. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und haltet mehr Talks. Viel Spaß noch auf der GPN.